Hier präsentieren wir die 5 besten Wäschetrockner-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Comfy Aft 700 Abluft-Trockner. Die Comfy Aft 700 ist in der Lage, in erster Linie mit seinem niedrigen Preis zu erzielen. In Bezug auf die Energieeffizienz sind die Abluft-Trockner leider weit unter den geltenden Bestimmungen aufgeführt. Bei einer optimalen Nutzlast von 7 kg, muss diese im Trockner-Wäschetrockner in der Regel 510 kWh pro Jahr, was etwa 300 kWh mehr als die Nutzung von Wärmepumpen-Wäschetrocknern neuzeitlichen ist. Das Volumen lässt auch etwas mit 69 dBA zu bevorzugen, aufgrund der Tatsache, dass über eine Anzahl von Stunden eine solche Schallbelastung zu tragen ist hart. Nummer 4. AEGT 886685 Wärmepumpentrockner. Die Trommel des Wäschetrockners AEG hält 8 kg. Umso erfreulicher ist die spitzenniedrige Energieverbrauch, die im Durchschnitt nur 176 kWh pro Jahr. Dieser Wert qualifiziert den Entwurf für die größte Energieeffizienzklasse A++++. In Bezug auf das Volumen, zeigt die AEG Lavatherm T 886685 moderat während des gesamten Trocknungsprozesses, ein sinnvolles 65 dBA ist zu hören. Die Programmlaufzeit bei voller Last beträgt ca. 2,5 Stunden, in dieser Hinsicht die Tumble-Wäschetrockner-Verlagerungen im Standardbereich. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Siemens WT47W5W0IQ700 Wärmepumpentrockner. Vom Hersteller Siemens haben wir auf dieser Seite eigentlich hier vorgestellt derzeit einige Beratentrockner detaillierter. Eine weitere Alternative ist die Siemens WT47W5W0IQ700 Wärmepumpentrockner, die eine besonders umweltfreundliche Variante dieser Artikelgruppe ist. Dies ist ein Gadget mit der Energieeffizienzklasse A++++, die ein Volumen von 8 kg verwendet und ist mit einem großen Bildschirm mit einem Endo-Totzeit ausgerichtet. Nummer 2. Siemens IQ700 WT46W261 Wärmepumpentrockner. Der Trockner von Siemens bietet auch einige nützliche einzigartige Programme über die Standardgeräte, bestehend aus einem einzigartigen Sport- und Outdoor-Kleidung. Eine derartige empfindliche und hochwertige Produkte von Wäsche werden hauptsächlich bei niedrigen Temperaturniveaus getrocknet. Last but not least, bewirbt der Hersteller mit einer sanften Trommeloberfläche und einer konstanten Luftzirkulation für ein optimales Trocknungsergebnis. Wenn Sie ein langlebiges Heizpumpe-Trockner ohne Schnörkel, aber mit einer zuverlässigen Funktion kaufen möchten, ist die Siemens IQ700 WT46W261 das Gerät der Wahl. Und die Nummer 1 unserer Liste. Bosch WTW875W0 Serie 8 Wärmepumpentrockner. Mit einer Kapazität von 8 kg, nehmen die WTW875W0 Trockner von Bosch in rund 176 kWh pro Jahr, die rund 1,1 kWh pro Trockenvorgang und sind ein geradezu Spitzenwert. Die Zuordnung zu den größten Energieeffizienzklasse A++++ hat diesen Trockner voll gemacht. Darüber hinaus überzeugt die Bosch mit einem relativ niedrigen Geräuschpegel von 62 dBA, ebenfalls in dieser Hinsicht die WTW875W0 einer der besten auf dem Markt ist.
Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.